Glücklicherweise, und unsere Augen würden rot leuchten, was ich auch ein bisschen seltsam finde, aber auch zum einen sehr cool. Hat sie gut eingerichtet. Cliff? Commander Shepard, es ist schön, Sie wiederzusehen. Sie sind die Drohne vom Schiff des Shadow Broker. Dr. Tassoni nennt mich jetzt in 95% aller Fälle Glyph statt Infodrohne. Ich würde gerne Ihre Aufmerksamkeit auf ein Terminal in Ihrem Büro richten. Danke. Es analysiert Informationspakete. Wenn Sie nützliche Daten finden, recherchiere ich Upgrades für Sie. Das ist nett. Und wonach sollte ich suchen? Ich sage Bescheid, wenn Sie relevante Daten gefunden haben. Dann treffen Sie Ihre Auswahl an diesem Terminal. Doch nun würde Dr. Tassoni gerne mit Ihnen sprechen. Ich wünsche einen schönen Tag. Nun denn, wir haben einen Shadow Broker ja besiegt, das ist die neue. Sie haben also nicht nur die Drohne von Ihrem Schiff mitgebracht. Einiges war notwendig. Ohne Datenfeeds wäre ich ein sehr passiver Shadow Broker. Haben Sie Zugriff auf Ihre Ressourcen? Eingeschränkt. Wir müssen damit dieses Proteanergerät studieren. Bevor wir ihn nicht genau verstehen, ist sein Einsatz viel zu gefährlich. Haben die Proteaner ihn nie fertiggestellt? Haben die Proteaner diese Waffe fertiggestellt? Sie meinen, ob wir es damit hinkriegen? Sie hätten nicht alles auf dieses Gerät gesetzt, wenn Sie daran gezweifelt hätten. Aber wir müssen wirklich wissen, was Sie uns da hinterlassen haben. Naja, da stimme ich schon zu. Ich spiele nur ungern wie ein Kind mit einer geladenen Pistole herum. Richtig. Der Schaden, wenn die nach hinten losgeht, ist unvorstellbar. Bevor die Reaper kamen, fingen die Leute endlich an zuzuhören. Mit etwas mehr Zeit wäre die Erde vielleicht nicht... Tut mir leid. Das ist vielleicht kein gutes Gesprächsthema. Nein, schon okay. Der Gedanke bedeutet mir viel. Danke. Keine Ursache. Und was ich noch sagen wollte, es tut gut, wieder da zu sein, Shepard. Es ist auch gut, dass sie wieder da ist. Sehr gut sogar. Ich meine, ich habe sie schon echt vermisst. Machen wir das mal. Gutes Upgrade. So, was ist hier? Dieses Terminal enthält unkritische Korrespondenz Ihrer Bündnispartner. Dr. Tassoni hat Ihnen Zugriff gewährt. Sehr gut. So, reden wir mal mit ihr. Hallo, Shepard. Hi. Und das Gerät? Wie viel wissen Sie über dieses Proteaner-Artefakt? Sehr wenig. Es ist pures Glück, dass genügend Daten für die Baupläne übrig waren. Für die Entschlüsselung brauchen wir die besten Spezialisten. Ist das so Hightech? Während des Hauptstudiums hätte ich für einen Blick darauf getötet. Okay, dass sie sich nicht umdreht, das ist ein Bug. Und die Informationsdrohne? Sie haben ihren kleinen Helfer mitgebracht. Er heißt Glyph und hat beim Sortieren der Daten geholfen, die zum Mars-Archiv geführt haben. Es war mir ein besonderes Vergnügen, Doktor. Glyph ist mit den Datenfeeds verbunden. Seine Analysesoftware ist sehr praktisch. Und wie ist es, Leben als Shadow Broker? Wie ist es mit Ihnen als Broker so gelaufen, Liara? Es war aufregend. Und das alte Brokerschiff? Beeindruckend, aber nicht gerade weltraumtauglich. Der Unbekannte hat mich dann schließlich auf Hagalas aufgespürt. Und was dann? Ich wusste, dass er kommt. Farron und ich haben so viel Hardware wie möglich vom Schiff auf ein Shuttle umgeladen. Durch ein Ablenkungsmanöver konnten wir dann einem Cerberus-Schlachtschiff entkommen. Und wie? Was für eine Ablenkung? Wir haben das Brokerschiff in einen Cerberus-Kreuzer gejagt. Der Unbekannte hat sicher nicht damit gerechnet, dass ich meine Ressourcen so spektakulär opfere. Ich auch nicht. Können Sie ohne Schiff noch als Broker operieren? Der Unbekannte durfte es nicht kriegen. Das Wichtigste konnte ich retten. Mein Agentennetzwerk ist noch intakt, obwohl die Reaper es deutlich dezimiert haben. Die Kontaktherstellung dauert eine Weile. Wo ist Farron überhaupt? Was hat Farron nach ihrer Flucht gemacht? Er wollte um jeden Preis wieder arbeiten und ich brauche mehr Agenten. Agent Farron hat bei seiner letzten Meldung keine Verletzung gemeldet, Doktor. Stimmt, er hat so viel überlebt. Ich sollte mich weniger sorgen. Und was gibt's Neues? Was ist seit unserem letzten Treffen alles passiert?
Seit sie mir gegen den Shadow Broker geholfen haben, habe ich eine Handhabe gegen die Reaper gesucht. Nur die Proteaner hatten umfassendere Informationen über sie. Von älteren Zivilisationen haben wir kaum Quellen. Ich wusste, dass der Unbekannte dasselbe Ziel hatte, als unsere Agenten aufeinander trafen. Wie auf dem Mars? Ich dachte, ich hätte meine Spuren verwischt, aber er beobachtete alles. Ja, dann sehen wir uns mal später, ne? Wir reden später, Liara. Natürlich. Jo, wir haben Munitions-Upgrade bekommen und jetzt... Danke, Glyph. Und jetzt können wir uns mal nach unten begeben. Wir haben eigentlich noch jede Menge hier zu tun. Ja, das Schiff ist immer noch ziemlich groß, aber jetzt haben wir eine weitere Etage bekommen. Und, ja, wir haben noch nicht alle Crewmitglieder, die wir brauchen. Ach ja, eine Sache ist hier noch. Das haben sie jetzt endlich abgeriegelt, das ist schön. So, Maschinendeck. Weil im zweiten Teil, wenn man da versehentlich mal reingeht, dann wird man deswegen angesprochen, was ich auch sehr witzig finde. So, hier haben wir jemanden von früher. Ich habe gesehen, dass er nicht auf der Ahnentafel ist, also nicht da abgebildet, und zwar Adams. Commander, willkommen zurück auf der Normandy. Oder sollten Sie das lieber zu mir sagen? Techniker Adams, was machen Sie denn hier? Man hat mir wegen meiner Erfahrung auf der Normandy SR-1 die Nachrüstung des Antriebskerns übertragen. Und was halten Sie von der SR-2? Sie ist unglaublich. Eines muss man Cerberus wirklich neidlos lassen. Sie wissen, wie man Schiffe baut. Und wo wir schon von Cerberus reden, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Hä? Warum? Als sie dieses Schiff bekam, hat mich Dr. Chakwas gefragt, ob ich ihnen gegen die Kollektoren helfen würde. Ich habe mich geweigert. Und das tut mir jetzt wirklich leid. Und warum haben sie sich geweigert? Warum sind sie nicht mit? Ich habe gesehen, was passiert ist, als die Normandy unterging. Ich war nicht sicher, ob sie sie sind. Und Cerberus habe ich auch nicht getraut. Und als Allianzoffizier verlasse ich auch nicht einfach meinen Posten. Schon gut. Entschuldigung ist unnötig. Die Allianz kommt zuerst. So sollte es auch sein. Danke, Commander. Bin froh, an Bord zu sein. Und was ist mit der Familie? Ist Ihre Familie okay? Meine Eltern dienen auf der Viridian Zenith, einem Landwirtschaftsschiff. Meine Schwester ist Navigatorin auf der SSV Benjamin Davis. Beide Schiffe stehen zum Glück sicher unter Hacketts Kommando. Ha, das ist gut. Und die Normandy? Hält die neue Normandy mit der alten SR-1 mit? Mit alten? Sie bläst das alte Schiff weg. Der Tantalus-Antriebskern wurde vollständig überholt. Die SR-2 ist doppelt so groß, aber der neue Antriebskern hat die dreifache Größe. Ganz neues Fluggefühl. Nur mit der Sicherheit war Cerberus nachlässig. Wenn man den Kern zu sehr überlastet, belüftet er den Maschinenraum. Naja, spornt mein Team wenigstens an, sie während des Gefechts im Gleichgewicht zu halten. Wer schlecht arbeitet, explodiert. So ungefähr. Sie haben die kinetischen Barrieren mit zyklonischer Technologie aktualisiert. Das ist gut, wenn wir beschossen werden. Also hoffentlich weniger explodierte Techniker? Das IES-Tarnsystem wurde deutlich verbessert und kompensiert mehr Blauverschiebung unserer Emissionen. Und das heißt? Wir können die ÜLG verlassen, ohne jeden Sensor in Reichweite auszulösen. Sehr praktisch für geheime Aufklärung. Die Normandy ist alles in allem ein technisches Wunder. Und was ist mit Edi? Schon mal kennengelernt? Was halten Sie von Edi? Wir hatten bei der Nachrüstung ein gutes Gespräch. Anfangs etwas befremdlich mit einer KI. KI? Hat Edi sich nicht als VE ausgegeben, damit niemand den Stecker zieht? Doch, aber ich habe sie durchschaut. Die Rechenleistung ihrer Hardware ist viel zu groß. Und ständig haben sich Probleme wie von selbst gelöst. Hätte ich sie nicht durchschaut, hätte ich an mir selbst gezweifelt. Sie haben sich nie skeptisch geäußert, Lieutenant Adams. Ich wollte es mir mit der Cerberus-KI nicht verderben, Edi. Nichts für ungut. Schon okay. Solange Sie Ihre Finger nicht in meine Prozessoren stecken. Ich habe anfangs versucht, sie unauffällig von zentralen Prozessen zu trennen. Leichter gesagt als getan. Aber Joker schien ihr zu trauen. Und ich lernte sie mit der Zeit auch zu schätzen. Das ist gut, denn sie ist ja auch eine tolle Verbündete. Also weitermachen. Weitermachen, Adams. Jawohl, Sir.
Ja, weil, was ist im zweiten Teil passiert? Joker war in Bedrängnis wegen den Kollektoren und er musste ja die VI-Beschränkung aufheben. Von daher, ja, hat sie jetzt was zum Teufel. War das eben? War das eben mein kleiner Captain Schnuff-Schnuff? Unglaublich, ich glaube, Captain Schnuff-Schnuff habe ich gesehen. Schnuff-Schnuff? Hey, warte! Mein Schnuff-Schnuff! Mein kleiner Captain Schnuff-Schnuff. Dich gibt es auch noch. Die Kollektoren haben dich also nicht erwischt. Also ist Captain Schnuff-Schnuff wieder dabei. Oh, super. Ja, wenn sich einige an Captain Schnuff-Schnuff erinnern, ich habe hier einen Hamster, einen Weltraumhamster. Und den habe ich Captain Schnuff-Schnuff getauft. Gucken wir mal, wie es ihm geht. Höchstwahrscheinlich ist er oben. Na, du kleiner Ausreißer, wo warst du denn, hä? Du kleiner Schlingel. Ich hab dich so vermisst, weißt du das? Ach, du süßer kleiner Fratz. So, gucken wir mal. Wir können ja unsere Bekleidung ein bisschen verändern. Oh, das ist in Ordnung. Das hatten wir auch am Anfang an. Nee, du kleiner Schlingel, du kleiner Frechdachs, du. Dich hätte ich fast übersehen. Ja, ich höre gut. Schnuff, Schnuff. Ah, ich habe ihn vermisst, den kleinen Captain Schnuff, Schnuff. Ich habe gar nicht gewusst, dass er da rumwuselt. Ich muss echt öfters mal aufpassen. So, ich wollte eigentlich runter zur Shuttlebucht, denn da muss ich auch noch ein paar Leute kennenlernen. Wie Lieutenant Cortez. Hi. Lieutenant Steve Cortez, Shuttle-Pilot. Ich habe Neuigkeiten über unsere Nachschubketten. Hey, alles okay, ist alles gut. Sehr erfreut, Lieutenant. Was gibt's zu melden? Tut mir leid, dass ich Sie so überfalle, aber ich habe mit meinen Aufgaben alle Hände voll zu tun. Es ist immer so. Sie sollten sich entspannen, Esteban. Interessiert Sie das? Oder spricht da wieder nur das Cerveza? Also, was ist mit unseren Nachschubketten, Lieutenant? Die Nachschubketten der Allianz sind ein Chaos, aber die Wirtschaft der Citadel läuft noch. Ich habe die Citadel-Händler im Netzwerk. Sie können auswählen und einkaufen von dieser Konsole aus. Wenn ich ein Geschäft einbinde, sage ich Bescheid. Die Lieferung zur Normandy ist teurer, also sollten Sie nötige Vorräte lieber kaufen, wenn Sie vor Ort sind. Sie sind also mein Shuttle-Pilot und richten Nachschubketten ein? Ich wurde nicht als Pilot angeheuert. So etwas braucht man im Trockendock nicht. Ich habe die Nachrüstung des Frachtraums überwacht. Außerdem bin ich bestens vertraut mit der Bedienung und Wartung des UT-47 Kodiak und des M-44 Hammer. Bei meiner Erfahrung war es sinnvoll, nach dem Verlassen der Erde als Shuttle-Pilot zu arbeiten. Zumal Mr. Vega Kollisionen sehr zu schätzen scheint. Nur zur Rettung, Pendejo. Außerdem kümmere ich mich um die Logistik, damit Waffenkammer und Shuttle aufgefüllt und gewartet sind. Die Waffenkammer. Genauso wie bei der ursprünglichen Normandy. Verwalten Sie die Waffenkammer? Ja, zusammen mit unserem erlauchten Mr. Vega. Auch wenn die einzige Waffe, die er regelmäßig wartet, er selbst ist. Darauf stehen Sie doch total, Esteban. Als erstes haben wir die Waffenkammer von Deck 2 nach unten verlegt. Keine Ahnung, was Cerberus sich dabei gedacht hat. Jetzt heißt es raus aus dem Fahrstuhl, Ausrüstung gepackt und rein ins Shuttle. Wie auf der ursprünglichen Normandy. Willkommen zurück in der Allianz, Commander. So gefällt es mir besser. Und die Dienstakte? Wie lange sind Sie schon bei der Allianz? Etwa 10 Jahre. In der ersten Flotte auf der SSV Hawking, ich habe hauptsächlich F-61 Tridents geflogen. Ich liebe die Trident. Sie tanzt praktisch. Ich habe an meinem Vogel immer sehr viel rumgebastelt und dabei auch einen Ruf erworben. Sie fliegen und reparieren also Jäger. Ja, und ich habe auch ein Talent für Beschaffung. Allerdings hielt man es dann doch für sinnvoller, dass ich ein Flugdeck kommandiere. Vor 5 Monaten wurde ich auf die Normandy versetzt, um die Modifikationen des Frachtraums zu überwachen. Gut, dass er dabei ist. Und die im Bodenfahrzeug? Wir müssen das Ding ausschalten, damit Hammer landen kann. Er kam zur Nachrüstung ins Tech-Labor. Für die Mobilität bei einem so kleinen E-Zero-Kern wurde bei der Panzerung gespart. Das wollten die Techniker im Labor verbessern. Nach der Reaper-Invasion ist das Labor bestimmt nur noch ein Haufen Schutt. Ich habe den Hammer gehasst. Und wegen dem Shuttle?
Das Kodiak sieht etwas anders aus. Sehr gut beobachtet. Das ist das UT-47A Kodiak. Mit einem verbesserten E-Zero-Kern und prototypischer Tarntechnologie auf Basis der Normandy. Ich kann sie praktisch überall unentdeckt rein- und rausbringen. Sie fliegt wie ein Ziegel. Darum braucht man einen guten Piloten. Gut zu wissen. Und Familie? Wie ist es? Wo ist die Familie? Sie waren auf der Erde stationiert. Haben Sie dort Familie? Ich bin ein Einzelkind. Meine Eltern sind lange tot. Als ich auf Ferris Fields stationiert war, hatte ich dort einen Ehemann. Die Kollektoren haben die Kolonie ausgelöscht. Mein Mann auch. Mein Beileid. Ich will darüber nicht reden. Dann weitermachen. Weitermachen, aber nicht umbringen lassen. Ja, Commander. Es ist traurig, aber es tut mir so leid für ihn. So, gucken wir mal. Wir haben eigentlich nicht viel, was wir... Au, ja. Kaufen wir. Wir haben wirklich nicht viel an Versorgungsdinger hier. So, und hier können wir unsere Waffen upgraden. Das ist ja auch tolle. Moment. Wir könnten mal anfangen, ein paar Waffen zu upgraden. Mal gucken, was wir da haben. Wir haben, naja, nicht viel, sehe ich gerade. Das Ding ist super. Vor allem im Multiplayer ist es sehr gut. Das benutzen die meisten Spieler da. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin begeistert davon. Ich benutze es manchmal auch. Das Ding ist furchtbar. Das Ding hat Durchschlagskraft, aber ich muss auch zugeben, dass es im Multiplayer ziemlich schlecht ist. So, dann gucken wir mal. Wir brauchen eine... nein, brauchen wir das blöde Ding. Das ist ein Cerberus-Teil. Ach, egal. Ja, viele Waffen haben wir leider nicht, was wir benutzen können. Eine N7 Typhon, okay, verlassen wir mal. Wir reden mal mit dem Mr. Absturzmann. Hey, Shepard, wie lief's mit dem Rad? Wie immer, unverbindlich, nicht hilfsbereit. Aber ich wette, Sie sollten trotzdem was für Sie tun, richtig? Ja, wir retten einen turianischen Primarchen von Pelavin. Wird sicher lustig. Ich war noch nie auf der Heimatwelt der Turianer. Gibt's einen Grund, warum Sie hier sind? Ich dachte, ich sag mal Hallo. Ich wollte nur plaudern. Toll. Ich wüsste nicht, was es zu reden gäbe. Meine Dienstakte kennen Sie bereits. Nein, als wir uns kennenlernten, hatte ich keinen Zugriff auf Personalakten. Richtig. Hatte ich vergessen. Und? Ob Sie wohl gleichzeitig tanzen und reden können? Ich bin dabei. Ich werde es schon hinkriegen. Okay, Loco. Tanzen wir. Übertreiben Sie es nicht, Vega. Im Alter kommt Weisheit und Rang. Sie klingen wie mein alter Vorgesetzter. Ach ja? Und wer war das? Captain Tony. Er war ein knallharter Mistkerl, aber ein guter Anführer. War? Ist gefallen. Mit dem Großteil meines Trupps. Beim Schutz einer zivilen Kolonie während eines Kollektorenangriffs. Und die Kolonie? Entweder sie oder unsere Infos über die Kollektoren. Mit denen wir sie hätten vernichten können. Ich habe die Infos genommen. Tut mir leid. Schwere Entscheidung. Furchtbar. Das Beste war, dass wir die Infos am Ende gar nicht gebraucht haben. Weil sie die Galaxie gerettet haben, indem sie die Heimatwelt der Kollektoren erledigt haben. Das wussten sie nicht. Sie trifft keine Schuld, Vega. Wer sagt, dass ich mir die Schuld gebe? War geraten. Auch noch Seelenklempner? Mhm. Nein. Aber die Aktion auf dem Mars war Leichtsinn.
Glück, dass sie noch leben. Und? Und? Ist ihnen dann egal, ob sie leben oder sterben? Oder vielleicht... bin ich einfach nur bereit, alle... Vielleicht sind sie das. Aber wenn sie nur halb so gut sind, wie ich glaube, brauchen wir sie lebend. Danke für die Motivation. Jederzeit. Hey, danke für den Tanz, Loco. Loco, naja, gefällt mir. Loco, hä? Kann mir auch was Schlimmeres einfallen lassen. Solange Sie wissen, wer das Sagen hat, können Sie mich nennen, wie Sie wollen. Und das vergesse ich nicht. Tja, Loco heißt Wahnsinniger oder Verrückter. Passt eigentlich zu Shepard in dem, was wir da für einen Mist verzapfen. So, gucken wir mal uns hier ein bisschen um. Ich meine, wir haben hier ein paar Schiffchen, die einfach mal von oben weggenommen wurden. Das waren meine Lieblingsdinger und jetzt sind sie alle weg. Okay, da haben wir nochmal einen Quarianer. Da haben wir einen Frachter. Was? Das war doch nicht alles, oder? Da muss doch noch mehr sein. Na, wo haben wir noch was? Also wir haben unseren Captain Schnuff-Schnuff wiedergefunden. Wir können ihm auch mal, einen neuen Dienstgrad geben. Vielleicht Commander Schnuff-Schnuff? Nein, Captain Schnuff-Schnuff passt. Ich meine, ich liebe den kleinen Captain Schnuffi-Schnuff. Gucken wir mal, ob wir nicht... Wir gehen mal wieder zurück zur Kampfstation. Wir kümmern uns später halt mal um Captain Schnuff-Schnuff. Wir haben hier noch was zu tun. So, dann gucken wir uns mal hier um. Ja, proteanische Artefaktbergen, aber wir machen mal Arnors Becken. Was? Arnors Becken. Das kann man doch ein bisschen falsch verstehen. Richtig falsch verstehen, ne? Wie ist es mit Anus Becken? Das kann man, wenn schon, falsch verstehen. Mehr oder weniger. Das ist nicht gerade tolle. So, wir setzen mal hier was ein. Und zum Glück sind hier keine Reaper-Line. Hier ist ein Planet. Das sehe ich sogar, ohne dass ich irgendwas einsetze. Okay. Ja, wir können wenn schon das verwenden, um halt mal zu gucken, ob irgendwo versteckte Sachen sind. Und jetzt müssen wir uns mal um diesen turianischen Primarchen kümmern. Das machen wir auch gleich. Wir fliegen aber erstmal ins nächste System. Ich sehe gerade, dass wir nicht besonders viel Treibstoff haben. Scheiße. Ich habe etwas gefunden. Fliegen wir es mal schnell an und hauen dann ab. Ich bin mir hier nicht so richtig sicher. Da ist es. Was haben wir da? Wir haben Banner des ersten Regiments. Ja, das müssen wir jemanden abgeben. Und jetzt verpissen wir uns mal von hier. Oder Moment. Wir können noch eine kurze Sache machen. Hören wir mal rein. Hauen wir ab. Ausweichen erfolgreich. Das war gut. Zwar haben wir nicht das gefunden, was wir eigentlich suchen, aber auch egal. Wow! Wow, das Ding leuchtet aber ganz schön helle, wie ein Weihnachtsbaum, ja? Ja, wie ne... Wow. Signal bestätigt. Oh, was haben wir denn da alles? Eieiei. 800 Einheiten, damit ist unser Tank voll. Wir müssen uns aber hier auch richtig beeilen. Ich meine, wir müssen danach uns verziehen. Ja, das hier ist nichts mehr. So, Zeit mal zu gucken, was haben wir... Oh, gleich am ersten. Schön. Die 79. Flottille der Turianer. Schlecht, also nicht schlecht.
muss ich schon sagen. Nicht schlecht. Gut, dann verpissen wir uns mal. Hier haben wir 80% Aktivposten erhalten. Super, wenn wir hier die 100% kriegen, dann ist dieses System hier fürs Erste sicher. Für uns zum einen auch. So, zuallererst muss ich noch sagen, ich mache mal eine ganz kurze Pause. Wir sind auch gleich wieder da. Dann kümmern wir uns mal hier um Manet. Also den Mond von Pelevan. Und ich sagte mal, bis gleich.